Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute soll es sich mal um diese beiden Lokomotiven hier drehen. Das ist eine recht seltene Ausführung der Baureihe 218. Und man kann es schon erkennen, die hier oben, diese Lokomotive, das ist eine noch seltenere Ausführung von diesem Modell. Es ist also ein EMS-Modell und es hat Märklin-Schießschleifer. Es ist also direkt ab Werk für Märklin gebaut worden. Und es ist insofern interessant, oder die Frage, wie leicht kann man denn hier solch eine Lokomotive umrüsten auf das Trixexpress-System? Wo sind also die Unterschiede? Und geht das und lohnt das? Denn die wenigsten, und das behaupte ich jetzt einfach mal, Märklin-Fahrer wissen die Trix-Lokomotiven zu schätzen. Steile These, ich weiß, aber man hatte ja selber solche Modelle einfach von Märklin gehabt und warum sollte man dann auch auf ein anderes Modell zugreifen? Abgesehen natürlich jetzt hier vom EMS-System, was durchaus auch für Märklinisten interessant sein kann. Fangen wir mal einfach an bei den Unterschieden. Wir haben hier vorne natürlich das andere Kupplungssystem von Trix International hier vorne. Hier haben wir den klassischen Haken von Trix Express. Wenn wir weiterschauen, fällt natürlich sofort auf, die Radsitze, die unterscheiden sich erheblich. Der Spurkranz ist natürlich bei der Trix Express Ausführung viel, viel breiter. Und bei der Märklin-Variante viel geringer. Dadurch ist es möglich, dass hier, ich hoffe man kann das sehen, mit diesem kleinen Kontaktblech Strom abgenommen werden kann von diesem Radsatz. Das heißt, die Kontaktaufnahme ist hier deutlich besser als über den Löffelschleifer, der ja nur, man sieht es ja, auf einem kleinen Punkt aufliegt. Das ist so an der Stelle der Unterschied. Ja, der Mittelschleifer ist für Märklin-Verhältnisse relativ kurz ausgeführt. Was schade ist, dass man nicht hier das tauschen könnte. Also ich könnte jetzt hier nicht hergehen und sagen, ich montiere das hier irgendwie, diese Mechanik, irgendwie hier oben drauf und ersetze diesen Mittelschleifer hier, diesen Löffelschleifer. Das würde leider nicht funktionieren, weil interessant wäre für Trix Express allemal, denn da bin ich mir sicher, dass man damit einen deutlich besseren Kontakt erreichen würde am Mittelleiter und damit auch nochmal sicherer und besserer die Weichen überfahren könnte, wobei ich mir da auch nicht ganz so sicher bin, was bei der Bogenweiche passiert. Aber prinzipiell bin ich mir da sehr sicher, dass das eigentlich klappen müsste. Zwei Achsen haben wir angetrieben bei beiden Modellen, das bleibt auch so bestehen. Wir haben bei beiden Modellen vier Haftreifen auch, also wir sollten ein bisschen was gezogen kriegen. Ja, gut, dann hier der EMS-Aufdruck ist klar. Man hat das natürlich direkt in Szene gesetzt.
Und jetzt kommt noch eine Märklin-Besonderheit, damit die Stromaufnahme auch wirklich funktioniert, ist jetzt auf der anderen Seite hier dieses Kontaktblech. Weil es ja klar, die beiden, ich denke mal, es werden Tricks Internationalradsitze sogar einfach nur sein. Und das heißt, eine Seite wird isoliert sein. So stellt man sicher, dass auch wirklich von beiden Seiten Strom abgenommen werden kann. Was braucht man also so zum Umbau, wenn man das Ganze umrüsten will? Man braucht auf jeden Fall die Achsen und man braucht diesen Platinenhalter. Man wird nicht drum herum kommen, hier diese Geschichten rauszuwerfen. Das gilt natürlich auch, wenn ich jetzt nicht nur die Märklin-Variante habe, sondern eine Trix International-Variante habe. Man möchte natürlich dann auch noch die normale Kupplung haben. Die sollte man dann natürlich sich auch besorgen. Dann schauen wir uns mal die inneren Werte einer solchen Lokomotive an. Was denn so von innen geboten wird und wo dann da die Unterschiede liegen im Endeffekt. Schrauben, ganz klar, in der Mitte, trickstypisch. So, und jetzt kann man hier schon, ich nenne es mal eine Evolutionsstufe, nennen. Vom Gehäuse her haben wir hier einfach eine feste Verdrahtung. Die beiden Lämpchen sind hier angeschlossen an dem EMS-Baustein. Wahrscheinlich auch deswegen, ja, stimmt. Weil das wäre nämlich vorhanden. Dann hat man hier also die direkte Verdrahtung so gemacht. Das heißt, man hat hier ein paar Teile weggelassen gegenüber der Trix-Variante. Hier ist ja dieses Kontaktblechchen, geht hier auf den Umschalter und ich kann das Gehäuse hier frei tauschen. Das haben wir hier dann leider nicht. Was wir hier haben, das ist auch der Permamotor. Das müsste auch so ziemlich, oder ist auch sogar der gleiche, weil der läuft ja über EMS und läuft dann über Gleichspannung. Da haben wir also gar keinerlei Probleme. Das kann man hier dann zurückbauen. Und in dieser Maschine müsste, die hat auch die Bohrungen schon. Hier passt auch direkt der EMS-Adapter rein. Ist also überhaupt gar kein Thema, hier einen EMS-Adapter unterzukriegen. Kann natürlich hier das Ganze an der Trix Express Lok auch direkt sehen. Hier sind die beiden Bohrungen mit den Gewinden. Ist hier ein bisschen einfacher dann zu erkennen. Und hier sieht man auch das Kontaktblechchen für die Beleuchtung einfach. Bedeutet das, wenn ich jetzt natürlich Gehäuse tauschen, um das schönere Gehäuse hier auf die andere zu setzen, kann ich nicht, muss ich also auch schon ein bisschen dran rumlöten. Und dann kann ich natürlich auch gleich die Beleuchtung umbauen auf LED. Ja, hier ist das Ganze irgendwie so ein bisschen lose. Irgendwie ist da die Schraube nicht fest. Jetzt ist sie wieder fest durch all die Jahre wahrscheinlich einfach. Ich behaupte mal, diese Lokomotive, man sieht das hier. Der Motor, der sieht noch sehr, sehr neu aus. Alles, ich packe das mal weg im Vergleich hierzu.
Man sieht, wie sauber das alles ist, im Gegensatz zu der Maschine. Ich behaupte einfach mal, die wurde so gut wie nie gefahren. Ich kann das hier noch an den Zahnrädern sehr gut erkennen. Das ist schon sehr, sehr neuwertig. Ja, leider gar nicht so häufig genutzt. Schade eigentlich drum. Denn dafür sind die Modelle eigentlich von Trix Express gebaut, dass sie sehr, sehr robust sind. Ich hoffe, ich konnte Ihnen an dieser Stelle mal so die Unterschiede zeigen. Eine Umrüstung ist also durchaus möglich mit den passenden Teilen und auch relativ schnell vollzogen an der Stelle. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und sage bis demnächst.